In einigen deutschen Flüchtlingsunterkünften haben sich radikal-islamische Gruppierungen gebildet und breiten sich aus. Diese Meinung vertritt der Leiter des Arbeitskreises Flüchtlinge beim Zentralrat orientalischer Christen in Deutschland, Paulus Kurt. Das führe dazu, dass religiöse Minderheiten, etwa Christen, Jesiden und Aleviten, bedroht werden. Betroffene berichteten, dass sie von muslimischen Dolmetschern eingeschüchtert worden seien, damit sie nach Angriffen durch Muslime nicht zur Polizei gehen. Diese hätten den Christen gesagt: Wenn du Anzeige erstattest, kannst du deinen Asylantrag vergessen. Auch manche muslimische Sicherheitsmitarbeiter würden sich ähnlich verhalten. So ist es für die Christen in der Folge schwierig, deren Unterstützung für ihre Anliegen bei den Behörden zu bekommen. Laut Kurt ist es deswegen sinnvoll, bei der Registrierung auch die Religionszugehörigkeit zu erfassen, um sie bei der Belegung in den Unterkünften zu berücksichtigen. Rund 200 Jahre konnte die Grabeskirche in Jerusalem nicht restauriert werden. Die christlichen Konfessionen, die den Bau nutzen, konnten sich nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen. Das ist nun gelungen. In den kommenden Monaten sollen die Feuchtigkeit und die Spuren des Kerzenrauchs in der Grabeskapelle beseitigt werden. Außerdem soll sie erdbebensicher gemacht werden. Die Kosten von 3 Millionen Euro tragen die römisch-katholische, die griechisch-orthodoxe und die armenisch-apostolische Kirche. Sie haben die Hauptverwaltung über die Grabeskirche. Protestanten sind nicht vertreten. Sie haben in der Altstadt an der Via Dolorosa eine eigene Kirche, die Erlöserkirche. Die ökumenische Kommunität Offensive junger Christen hat am Sonntag ihr jährliches Freundestreffen in Reichelsheim veranstaltet. Die Gemeinschaft entstand 1968 mit dem Ziel, zur Erneuerung in Kirche und Gesellschaft beizutragen. Sie befasst sich vor allem mit Jugendarbeit, Entwicklungshilfe, Seelsorge und ethischen Fragen. Sehen Sie einen Kommentar von Prior Konstantin Mascher, was es bedeutet, in der Nachfolge Jesu zu leben. Wer einen Unterschied in der Welt machen möchte, muss lernen zu unterscheiden. Was will ich, was wollen die anderen und vor allem, was will Gott in meinem Leben? Müssen die Stille gehen, Gottes Stimme hören und bei Jesus nachfragen. Das Zweite, kein Christsein ohne Gemeinschaft. Nachfolge lebt von der Verbindlichkeit. Je enger und intensiver, umso besser, denn an meinem Nächsten kann ich wachsen und reifen im Glauben und im Charakter. Und wir erfüllen damit das Gebot Jesu, seid eins und liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das Dritte, Christsein beginnt persönlich, bleibt aber niemals privat. Wir sollen eine persönliche Jesus-Beziehung leben und pflegen, aber wir sind gerufen, in dieser Welt einen Unterschied zu machen und Frucht zu bringen.